In diesem Video erstellen wir gemeinsam einen Serienbrief in Word. Wir benötigen hierzu zunächst einmal ein Rundschreiben und unsere Adressliste im Excel-Format. Wir öffnen das Rundschreiben, gehen in den Reiter Sendungen, Seriendruck starten, Seriendruckassistent, klicken unten rechts auf Weiter, bis sich ein Fenster öffnet und wählen dann unsere Adressliste aus. Hier wählen wir das entsprechende Tabellenblatt innerhalb der Excel-Datei aus. Hier können wir die Adressen überprüfen und auswählen, ob bestimmte Adressen nicht eingefügt werden sollen. Wir können nun damit beginnen, Seriendruckfelder einzufügen. Hierzu gehen wir wieder auf Sendungen und klicken auf das Symbol bei Seriendruckfeld einfügen. Nun fügen wir alle Felder, die wir brauchen, nacheinander ein. Im nächsten Schritt sortieren wir sie so, wie wir es brauchen, damit wir das entsprechende Format haben und fügen auch manuell Leerzeichen ein. Danach klicken wir auf Vorschau, um die Adressen zu überprüfen. Wir sehen, dass bei Herr noch ein N fehlt, denn im Adressfeld schreibt man Herrn und nicht nur Herr. Deswegen gehen wir auf das Feld Regeln, wenn dann sonst und sagen, wenn die Anrede gleich Herr ist, dann soll mir ein N eingefügt werden, ansonsten nichts. Somit haben wir das Problem gelöst. Zu guter Letzt passen wir noch die Anrede weiter unten an. Ich gehe wieder auf Regeln, wenn dann sonst und sage, wenn die Anrede gleich Herr, dann sehr geehrter Herr, ansonsten sehr geehrte Frau, bestätige mit OK, füge noch eine Leerzeile ein und füge dann ein Seriendruckfeld Nachname ein und schon haben wir die entsprechenden Adressen mit der entsprechenden Anrede eingefügt. Wenn wir nun damit zufrieden sind, gehen wir auf Fertigstellen, Dokument drucken und können beispielsweise alle Datensätze einmal ausdrucken und haben so unseren Serienbrief erstellt. Das war es soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Lass gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.